Falls es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie aufzustehen zum Einzug der Pfarrer. Herzlich willkommen, liebe Festgemeinde, hier in der Evangelischen Stadtkirche. Und herzlich willkommen auch allen, die nicht hier im Raum sind, aber über den YouTube-Kanal, den Gottesdienst, zu Hause oder an anderen Orts, via Technik, mitfeiern. Uns allen ein herzliches Willkommen heute zu diesem wunderbaren Festtag. Wir begrüßen ganz offiziell die Sauerorgel, die
hier in der evangelischen Stadtkirche ihre Heimat gefunden hat. Und wir sind dankbar, dass sie hier ist, so wie es diese Karten ja auch zum Ausdruck bringen. Danke. Danke allen, die sich dafür eingesetzt haben, mit Zeit und Energie, aber auch durch Förderung, finanzielle Förderung des Projekts, durch mentale Unterstützung, durch stärkende Worte, durch Fürbittengebete, durch Mitgliedschaft im Orgelbauverein, durch Mitarbeit bei jenem und diesem Fundraising-Projekt. Dank an alle. Wir genießen den Tag. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und diesen Tag mit uns feiern. Lassen Sie uns einstimmen in das erste Lied. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Gottesdienst und loben Gott im Namen unseres dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Thank you.
Gott mit Worten aus Psalm 113. Ich spreche das nach links Ausgerückte und sie bitte das nach rechts Eingerückte. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Das passiert uns immer wieder, obwohl wir es gar nicht so wollen. Wir bitten dich, vergib uns und erneuere uns. Herr, erbarme dich.
Wir hören Worte aus dem Kolosserbrief, aus dem 3. Kapitel. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Mit allem, was ihr habt, singt und lobt Gott, dankbar in euren Herzen, in eurer Seele. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Amen. Lasst uns beten. Großer Gott, wir danken dir für die Musik. Die ganze Schöpfung klingt. Es singen die Tiere, die Nachtigallen und die Wale. Sterne und Planeten schwingen für dich. Dein Himmel ist voller Musik. Und die Musik kann auch unseren Seelen Flügel schenken. Wir danken dir für dieses große Geschenk. Heute danken wir ganz besonders für die Wilhelm-Sauer-Orgel. Hier in der Stadtkirche in Gronau können wir sie hören und soll ihr Lob nur zur Ehre Gottes, solange wie es geht, erklingen. Ein Meisterwerk, das die Stimmen der Schöpfung in seinem Pfeifenwerk vereint. Du hast sie über ein Jahrhundert bewahrt, auch vor dem lodernden Feuer in der Kirche in Dorstfeld, auch vor dem Verfall und auf all ihren Reisen durch das Land. Gott, dein Segen liegt darin. Du hast auch die Arbeit vieler Menschen gesegnet. Du hast Menschen und ihre Gaben gesegnet, sodass die Errichtung dieser Orgel gelingen konnte. Sie ist auch schön anzusehen, ein Schmuck für diesen Kirchraum, für unsere Stadtkirche. Herr unser Gott, für all das danken wir dir. Nun soll diese Orgel zu deinem Lob erklingen, zu deiner Ehre und allen Menschen Freude und Trost schenken. Gott, das bitten wir im Namen Jesu, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir lassen nun die Orgel in ihrer ganzen Weite und klanglichen Vielfalt erklingen zum Lobe Gottes. Und wir stellen sie jetzt feierlich in Gottesdienst. Als Gleichnis der Schöpfung möge ihre Stimme das Lob Gottes, unseres Herrn, unseres Schöpfers und Vaters erklingen lassen. Als Gleichnis der Schöpfung möge ihre Stimme unsere Lieder und unsere Gebete aufsteigen lassen zu Gott.
ihre Stimme dem Heiligen Geist singen, der unser Leben mit dem Windhauch Gottes beseelt. Als Gleichnis der Schöpfung möge ihre Stimme den Traurigen Trost bringen. Als Gleichnis der Schöpfung möge ihre Stimme unseren Herrn Jesus Christus feiern, der für uns gestorben und auferstanden. So stellen wir die Wilhelm-Sauer-Orgel in Gottes Dienst, damit sie nun verkündige die Liebe Gottes unseres Vaters, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag, Trinitatissonntag, finden wir bei Johannes im 3. Kapitel. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Er kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Und so ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das denn zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben. Und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Mensch. Soweit die Worte der Schrift. Halleluja! Lobt den Herrn für seine Taten, lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit. Halleluja!
Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Unser Gott selbst, ein Gott der Begegnung. Amen. Wir haben den für heute erwählten Predigtext soeben gehört, vor wenigen Augenblicken in der Schriftlesung. Recht bekannt, Nikodemus, Pharisäer und damit theologischer Fachmann des jüdischen Glaubens, ganz gewiss ein frommer, gläubiger Mensch, kommt zu Jesus und die beiden unterhalten sich, führen ein Fachgespräch über den Glauben, konkret über das Gläubigsein bzw. über das Gläubigwerden. Ein Gespräch bei Nacht, im Schutze der Nacht. Und Nikodemus sucht es, weil er Jesus als theologisch versiert erachtet. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Nikodemus, der es eigentlich gewohnt ist, dass er in religiösen Sachangelegenheiten aufgesucht und gefragt wird, verlässt hier seine Rolle und sucht Jesus auf und fragt ihn. Ja, an diesem Punkt wird er uns zum positiven Beispiel. Gott suchen, Gott aufsuchen, fragen, nach Antworten suchen und dabei offen sein. Nicht bei seinen fest eingefahrenen, vorgefertigten Bildern fixiert zu verbleiben. Nikodemus springt da über seinen eigenen Schatten. Verlässt das kritische, pharisäische Bild über Jesus Christus und überwindet alle Abneigung und begibt sich nicht auf Augenhöhe, nein, sondern demütig begibt er sich zu Jesus. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Welch ein Bekenntnis zu Beginn eines nächtlichen Gesprächs, von dem sicherlich nur der kleinste Teil überliefert ist. Allerdings die Begründung dieser Einsicht, dieses Bekenntnisses ist für mich enttäuschend. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Da scheint nicht das Wort Jesu die Predigt Christi beeindruckt zu haben, sondern eher die Wundertaten. Scheinbar ist Nikodemus wie so viele. Der Mensch braucht Wunder, um auf Gott aufmerksam zu werden. Wunder als Anziehungskraft, als Anreiz, aufmerksam zu werden. Impulse von außen? Ja, die brauchen wir Menschen in der Tat. Aber gleich Wunder? Große Wunder? Vielleicht reagiert Jesus deshalb zunächst relativ schroff, aber klar, indem er zu Nikodemus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Klingt wie eine Ohrfeige für den Pharisäer. Die oberflächliche Aufmerksamkeit eines Wunders, einer grandiosen Tat, reicht nicht aus. Billiger Applaus verhallt sehr schnell, wie zum Beispiel beim Corona-Klatschen zugunsten der Pflegekräfte und ÄrztInnen im Jahre 2020. Einmal, dann nie wieder und ohne Folgen. Der jonäische Jesus versteht sich nicht als Wundertäter. Deswegen will er auch so nicht angesprochen werden, sondern vielmehr als Wanderprediger
dem es um viel mehr geht, um etwas Tieferes. Um Nachhaltigkeit, sozusagen. Um dauerhaften Glauben. Um Neugeburt des Menschen hin zu einem Christen, der mit Gottes Geist erfüllt lebt. Geistbegabt lebt. Geist brauchen wir. Nicht irgendwen, nicht irgendwelchen, sondern Gottes Geist. Die Sauerorgel braucht auch Geist. Zerrt Gottes Heiliger Geist nicht in einen Gegenstand einziehen. Aber das, was das Instrument liefert, Töne, wundervolle Töne, kunstvolle Töne, braucht Geist, Dynamik, Leben. Und wohl dem, der nicht nur eine schöne Orgel hat, sondern auch Menschen, die sie gut spielen können. Dank an alle, die in der Kirchenmusik ihre Glaubenskraft hineingeben, die begeistern und zum Wunder des Glaubens beitragen möge, zur Erneuerung bzw. zur Stärkung des Menschen. Die Sauerorgel hier in der evangelischen Stadtkirche ist kein Wunder. Sie ist das Ergebnis harter Arbeit, ganz maßgeblich eines Mannes, dessen Name bekannt ist, Kantor Dr. Thomas Fitsch. Und dass das auch anstrengend war, zeigt die im Jahre 2018 notwendige Auszeit. Die Mühen waren groß, die Zeitleiste war lang, manche Sachverhalte belastend. Wenn auch kein Wunder, so gehen von diesem Projekt und ganz besonders von der Orgel selbst Impulse aus. Ihre Schönheit beeindruckt auch dann, wenn sie schweigt, die Orgel. Aber wenn sie erst zum Klingen gebracht wird, dann kann sie ihre edelste Aufgabe wahrnehmen, nämlich Töne des Glaubens kunstvoll zur Sprache bringen. Sie kann Menschen mit Gott in Berührung bringen. Ja, sie muss es sogar, weil es genuine Aufgabe der Kirchenmusik ist, Menschen mit Gott in Berührung zu bringen. Musik ist vieles, aber Kirchenmusik, sakrale Musik ist etwas Besonderes. Etwas, was Gott aufnimmt und Gott wirken lässt. Sakrale Musik macht aufmerksam und setzt Impulse des Glaubens. Und unsere Sauerorgel wird nicht nur schöne Töne in Harmonie erschallen lassen, sondern immer wieder versuchen müssen, das Herz von uns Menschen zu erreichen. Allein für die Ohren ist sie zu schade. Einfach wird das nicht sein. Selbst der theologisch gebildete und sicherlich fromme Nikodemus versteht Jesus falsch. Wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Fragte er peinlich und begreift das Bild nicht. Geboren werden, das bedeutet etwas zu verlassen und etwas Neues hineinzutreten. Den wohlig warmen, bequemen Schutzraum Mutterleib aufzugeben und in ein Leben in der Welt zu treten, das fordert, das Ansprüche und Pflichten mit sich bringt, das Herausforderungen darstellt und auch schwere Wege beinhaltet. Die Geburt ist eine Veränderung. Und gläubig zu werden, verlangt ebenso eine massive Veränderung von uns ab. Weg vom alten, gewöhnlichen Menschen hin zum neuen, ungewöhnlichen Menschen, der in die Nachfolge Jesu tritt und der durch Leben der christlichen Liebes- und Friedensethik auffällt. Manchmal auch anstößig auffällt, im positiven Sinne. Als neugeborener Mensch, als Christ, als Christin bejahen wir neue Lebensparameter. Barmherzigkeit statt Gerechtigkeit.
Statt Rache und Regressansprüche eben die Feindesliebe, die ein Recht auf gewalttätige Selbstverteidigung nicht kennt. Bejahung des Sonntags als Tag des Herrn, nicht aber als Tag des Ausschlafens und späten Frühstückens. Und in der Taufe sich nicht auf das Wasser zu beschränken und sich nicht allein am Täufling zu erfreuen, sondern Gottes Geist wirken zu lassen, zu erbitten. Letztendlich ist Gottes Heiliger Geist, bildhaft gesagt, die Hebamme unseres neuen Lebens, unserer Nachfolge Jesu. Aus dem Geist geboren, darauf kommt es an, so Jesus, aus dem Geist geboren. Nikodemus versteht nicht, wie das geht. Wahrscheinlich ist er zu sehr gefangen in seinem gewohnten Denken und Fühlen. Er ist nicht frei, die Liebe Gottes konsequent zu denken. Das Wort Gottes auch mit dem Herzen tiefsinnig zu vernehmen, das kann er nicht. Aber können wir es? Es geht nur durch Hören und Leben des Evangeliums. Nicht wir allein, sondern wir als Teil der Gemeinschaft der Heiligen, wie es im Glaubensbekenntnis so schön heißt. Die Sauerorgel wird uns darin bestärken, ganz speziell in unseren Gottesdiensten und kirchenmusikalischen Konzerten. Von ihr wird eine Kraft ausgehen, eine hörbare Kraft, die aber hoffentlich nicht nur unsere Ohren, sondern auch unsere Herzen zutiefst erreicht. Eine Kraft, die in unsere Gemeinde und gewiss auch in die ganze Stadt Gronau ausstrahlen wird. Wie kaum ein anderes Instrument kann eine Orgel alle Momente des Lebens in Töne fassen. Sie wird uns helfen, wenn Worte uns fehlen oder Worte zu wenig sind. Wenn Worte mehr Klangfarbe brauchen. Wenn Menschen nach Trost suchen, aber nicht vertröstet werden wollen, wird die Orgel gute Töne haben. Wenn Menschen aus der Tiefe ihres Kummers nicht mehr herauskommen und einen stärkenden Lichtblick an Perspektive und Hoffnung brauchen, dann wird die Orgel gute Töne finden. Wenn Menschen ihre Freude ausdrücken wollen, Gott Lob singen möchten, dann wird die Orgel uns helfen, schöne, fröhliche Töne des Lobpreises erklingen zu lassen und uns zum dankbaren, begeisterten Einstimmen einladen. Hier in dieser Kirche werden Jahr für Jahr deutlich mehr Kinder getauft, als das Kalenderjahr Wochen hat. Die Sauerorgel wird uns feierlich begleiten. Corona-bedingt fanden und finden inzwischen mehr Trauergottesdienste hier in unserer Kirche statt als früher. Gerade für große Trauergemeinden, wenn die Friedhofskapelle zu klein ist. Die Sauerorgel wird unserer Trauer und unserem abschiedenden Schmerz tröstende Worte verleihen können. Sie wird unser Glaubensleben facettenreich bereichern. Und doch, weder wir als Musizierende noch als Predigende, noch eine Orgel wird Glauben machen können. Der Wind bläst, wo er will. Und letztendlich muss der Heilige Geist Gottes zu uns finden, in uns hineinkommen und uns beseelen, ja begeistern. Die Orgel, die Kanzel, die Spielenden und die Predigenden können helfen. Helfen, Herzenstüren für Gottes Heiligen Geist zu öffnen. Möge das geschehen, denn hat sich aller Aufwand von allen Beteiligten lohnt. Gott zur Ehre und den Menschen zum Wohle. Und abschließend doch auch Respekt vor Nikodemus, der mutig genug war, zu fragen, sich in Bewegung auf Jesus zuzuversetzen. Nur wer offen ist, wird empfangen. Nur wer fragt, wird Antworten erhalten.
Und nur wer sucht, wer Gott sucht, wird ihn finden. Wer wirklich hört, auch auf die Töne der Sauerorgel, wird sie nicht nur akustisch vernehmen, sondern ganz und gar auch in der Tiefe des eigenen Herzens erklingend spüren können. Der Friede Gottes, welcher er ist all das, was wir Menschen begreifen können, ist all das, was wir Menschen hören und sehen können. Bewahre unsere Herzen und Sinne in der Kraft des Glaubens. Amen.
Der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Verstorben sind aus unserer Gemeinde Frau Elli Hohmann, Herr Heinrich Völkers und Frau Ines Kerkhoff. Werden ihrer Leiche in der Fürbitte gedenken. Sie haben es ja sicher gesehen, den Ablauf des heutigen Festtags entnehmen Sie bitte dem Gottesdienstprogramm. Wir weisen darauf hin, dass dieser Gottesdienst und die Vorstellung der Orgel mit dem anschließenden Konzert ab 18 Uhr auch auf dem Videokanal der Evangelischen Kirchengemeinde übertragen wird. Also wer für das Konzert keinen Karten mehr bekommen hat, kann sich das zu Hause auch ansehen. Und im Rahmen der Einweihung wird auch das Buch und die CD zu Wilhelmsauer Orgel von dem Vision zur Klang für 15 Euro unter den Seitenemporen angeboten. Und man kann das auch später im Buchhandel kaufen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Das Buch empfehle ich Ihnen sehr, wenn man ganz genau wissen will, was es mit der Orgel auf sich hat und warum die nun so etwas ganz Besonderes ist, kann man da alles nachlesen. Es geht aber mit den Festlichkeiten bei uns weiter. Zwei Wochen später feiert unsere Kirchengemeinde das 125-jährige Jubiläum dieser Kirche mit einem sich anschließenden Gemeindefest. Und wir freuen uns, wenn es Salat oder Kuchenspenden gibt für Kaffee und Kuchen an diesem Tag. Spenderinnen sollen sich bitte bei Frau Dirkes im Walter-Thiemann-Haus melden und Abgabe der Salat- und Kuchenspenden am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst zwischen 9 und 9.30 Uhr drüben am Thiemann-Haus. Am Montag, 13.06., trifft sich um 15.30 Uhr der Frauenkreis am Nachmittag im Thiemann-Haus und ebenfalls zur gleichen Zeit der Frauenabendkreis in Polgertha. Am Dienstag, 14.06. kommt um 9 Uhr das Seniorenfrühstück in der Evangelischen Kirche in Epe zusammen. Und am Samstag, 18.06. wird von 10 bis 11 Uhr herzlich zum Kindergottesdienst in der Evangelischen Kirche in Epe eingeladen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Plakaten und Aushängen. Soweit unsere Abkündigung. Ich habe noch etwas vergessen. Die Kollekte. Die Kollekte am vergangenen Pfingstsonntag ergab bei dem Gottesdienst hier in der Gesamtgemeinde 84 Euro und davon war die Hälfte, wie üblich, für diakonische Aufgaben in der Gemeinde bestimmt. Am ersten Feiertag 84 Euro und am zweiten Feiertag 42 Euro. Allen Gebern sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Und wichtig, die heutige Kollekte am Ausgang ist je zur Hälfte bestimmt für diakonische Aufgaben unserer Kirchengemeinde, so für suchtkranke Menschen. Sie wissen ja alle, dass die Suchterkrankung nicht den Einzelnen betrifft, sondern die ganze Familie, das ganze Umfeld und da viel Hilfe notwendig ist. Die Kollekte ist Ihrer Liebe herzlich empfohlen. Wir erheben uns zum Fürbittengebet. Mächtiger Gott, lege Segen in die Sauerorgel, auf dass sie dein Wort kunstvoll verkündigt und Menschen in ihrer Suche nach dir anspricht. Segne du alle, die die Orgel spielen, mit spiritueller Energie. Die Orgel erklingt nun seit etwas mehr als 2 Jahren hier in dieser Kirche in Kronau.
Nach langem Schweigen ist sie wieder zum Erklingen gekommen. Segne du, bewahrender Gott, auch die Gemeinde in Dortmund-Dorstfeld, die diese Orgel abgegeben hat, der Umstände halber abgeben müssen. Segne auch du ihr Musizieren, segne du ihr Hören auf dein Wort, segne du ihr Gemeindeleben. Segne du uns alle, starker Gott, mit Glaubenskraft und mit der Offenheit, nach dir zu fragen, dich zu suchen und dich in Jesus Christus zu finden. Lass uns Christi Botschaft in ihrer Schärfe nicht verharmlosen, nicht entschärfen. Lass uns in Wort und Tat konsequent zu deiner Liebe und zu deinem Frieden stehen. Lass uns, begleitender Gott, da sein für alle, die Leid tragen und die es schwer haben im Leben, die sich nach Zuwendung und Nähe, nach Hilfe und Unterstützung sehnen. Nicht jeder Einzelne kann und muss alles allein tun. Wir als Gemeinschaft stehen in deiner Nachfolge. Wir denken, guter Gott, an unsere Verstorbenen. Elli Oman, geborene Leib, 87 Jahre. Heinrich Völkers, 81 Jahre. Ines Kerkhoff, geborene Bohn, 61 Jahre. Wir denken auch an die, deren Namen eben nicht genannt wurden, weil sie schon vor längerer Zeit oder andernorts verstorben sind. Auch denken wir an diejenigen, die gern die Sauerorgel, zum Beispiel heute hier in der evangelischen Stadtkirche, gehört hätten, aber dies nicht mehr erleben konnten. Ihr Tod hat das nicht zugelassen. Hilf, dass alle Verstorbenen einen guten, festen Platz in deinem Gottesreich haben. Und lass uns das zum Trost werden, dass sie in deinen Händen gut aufgehoben sind. Lass uns als Neugeborene, als durch deinen Heiligen Geist Erfüllte, Trost schöpfen aus deiner Botschaft der Auferstehung. Uns doch einmal. Bewegung tut gut. Noch nicht mehr der Jüngste.
und legen all das, was uns bewegt, all das, was uns irritiert, mit Schmerz und Traurigkeit erfüllt, aber auch all das, was uns mit Freude erfüllt, mit Hoffnung, gerade auch heute an diesem schönen Tag, gerade auch mit Blick auf diese schönen, wunderbaren Blumen. Danke an Familie Isselstein an dieser Stelle. Das sind sehr schöne, ansteckende Blumen mit einer Freudenbotschaft. All das, was uns mit Freude erfüllt, legen wir in die Worte Jesu und beten miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott, der Herr, hebe sein Angesicht auf euch, schenke euch allen die Kraft des Glaubens, die Kraft des Vertrauens, die Kraft der Liebe und des Friedens. Amen. Jetzt nehmen wir für etwas länger Platz.
Ja, weiterhin herzliche Einladung. Sie sehen auf der letzten Seite des Gottesdienstprogramms den zeitlichen Ablauf. Wie eben schon gesagt, wir liegen sehr gut in der Zeit. Jetzt ist erst einmal Stärkung angesagt draußen vor der Kirche, hauptsächlich auf dieser Seite. Finden Sie Speis und Trank. Sie sind herzlich eingeladen. 17.30 Uhr dann ein paar Grußworte. Und es sieht tatsächlich so aus, als kämen wir da auch mit den 30 Minuten gut hin. Und danach genießen wir die Einführung und Vorstellung der Orgel durch Orgelbauer Konrad und Christian Schiffler sowie Kantor Dr. Thomas Zötsch. Und um 18.30 Uhr Konzert.